Hallo erstmal, ein herzliches Dankeschön, weil die Firma Google war da. Die Firma Google war da, ich habe mich erschrocken. Ja, wirklich, die Originalfirma Google war da, hier in meinem Shop und hat gesagt, ich hätte 6,8 Millionen Klicks. 6,8 Millionen Klicks. Umgerechnet haben wir halt 6,8 Millionen nicht gesehen oder keine Ahnung, wie man das umrechnet. Jedenfalls hat die Firma Google mir angeraten, ob ich nicht Interesse hätte, das Ganze in 3D zu veröffentlichen. Am 19.10.2019 kommt also die Firma Google zu mir mit ihren Geräten und machen hier eine 3D-Geschichte. Finde ich alles super toll, kostet auch gutes Geld, aber egal, ich habe ja gesagt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die da geklickt haben, die sich für ABR Movie, meiner einer, interessieren, für meine Videos interessieren, für meine Arbeit interessieren, für mein Copyhaus interessieren und für mein Medienhaus sich interessieren. Eins ist richtig, seit 1996 bin ich ein Fan von Action Concept Hermann Johr, nicht als Person, sondern dessen, was er uns da zeigt. Ich erkläre das auch gleich. Natürlich mag ich Nils, ich mag Erdogan und mag auch alle anderen. So, ich habe auch gerade der Pia geschrieben, wie heißt du eigentlich, als Kommissarin. So ungefähr. Denn ich habe gerade so eben um 7.30 Uhr bei TV Now die allerneueste Folge gesehen und habe den ersten Ausstieg mitbekommen. Also Action Concept Schrägstrich RTL Schrägstrich Cobra 11 verändert sich. So, wir haben festgestellt, dass viele von DSDS dort mitmachen. Ja, das wird auch gezeigt. Nicht nur bei TV Now, sondern auch in den Zeitungen, in den Zeitschriften. So, als Filmemacher bin ich an sich der Typ, der hinter der Kamera steht und ich liebe die Kameraarbeit, ich liebe die Dramaturgie, ich liebe Film. Auf diesem Weg grüße ich auch meinen besten Kunden Marco Weiß. Marco Weiß ist ein Entertainer, ein Musiker, der also auch schon kurz vor meiner Live-Kamera gesessen hat. Live, meine sehr verehrten Damen und Herren, klappt irgendwie nicht, weil die Firma Facebook immer sagt, meine Kamera wäre gesperrt. Ich habe schon alles durchgeforscht, ich habe schon alles durchgesehen, ich finde die Sperre nicht. Also live kann ich leider noch nicht senden, weil viele mich schon gefragt haben. Ich habe natürlich viele Tests gemacht, da hat es komischerweise funktioniert und ich habe auch bei YouTube es versucht und da hat es auch funktioniert. Da ich sehr viele Anfragen habe, deswegen stehe ich gerade vor dieser Kamera und sage, alle, die mich angefragt haben, ich schaue mal, wie ich es auf den Weg bringe, mit euch live zu kommunizieren. So, wir wissen alle, wenn man eine Firma hat, dass das nicht so leicht ist. Und es freut, natürlich freut man sich über 6,8 Millionen, aber ich weiß, woher das gekommen war. Das ist über UPROM gekommen. UPROM TV, Du bist TV. Auf 98,5 Digital Astra lief unsere Sendung um 17.30 Uhr, die Schattentänzer. So, aber das gibt es ja alles gar nicht mehr. UPROM TV gibt es nicht mehr, die Idee gibt es nicht mehr. Sehr, sehr viele. Wir sind sehr, sehr kleine Produktionsstätten. Auch ich bin eine sehr, sehr kleine Produktionsstätte. Und ich helfe natürlich sehr, sehr viel. Ob das Frank Montenbruck war, ob das Detlef Scholzen war oder auch der Schulz, das ist ein Zahnarzt, der als Dentist vor laufender Kamera steht. Ich mache also sehr, sehr viel und ich helfe auch sehr, sehr viel und ich bin auch ja, begeistert. Auch. Ich darf einen überhaupt nicht vergessen, um Gottes Willen, das ist Joy Weil. Ja. Also für ihn mache ich Prashant Joy Weil, der hat über 90 Filme gemacht und auch bei Stromberg und so weiter. Ja, er hat sehr viele schöne Filme gemacht und ich bin auch stolz drauf, dass er bei Cobra 11 war und ich diese Folge halt zu Hause habe. So, ich will nicht zu lange machen, ich möchte euch auf allen Wegen grüßen, vor allen Dingen, die schon mal hier waren. Maja, Anita, ihr wart ja schon hier und ich freue mich auch immer, wenn ihr hier seid. Ich freue mich auch auf Marco Weiß, sein richtiger Name, also sein Künstlername werde ich, oder wird er selber veröffentlichen. Er hat ja schon vor der Kamera gesessen, der junge Mann mit der Mütze. Wie gesagt, ich versuche eine Live-Geschichte zu machen. Ich versuche auch irgendwelche Sachen zu machen im Jahre 2020. So, jetzt kommt erstmal die Firma Google zu mir und nimmt hier alles auf. Das bedeutet für mich, dass ich erstmal hier alles herrichten muss, damit das ordentlich aussieht, weil die Welt sieht dann plötzlich mich. So, die Welt sieht mich, die Welt sieht meine Firma, die Welt ist dann online, ihr wisst, was das bedeutet. So, heute habe ich gerade soeben eine Folge bei Action Concept gesehen, Cobra 11, die Autobahnpolizei, eine ist schon ausgestiegen.
Man hat es also schnell gedreht. Ich bin immer Filmemacher, ich weiß, man hat sich zwar Mühe gegeben, aber es ging trotzdem sehr schnell, dass diese Figur raus. So, diese Figur ist raus, ich musste schmunzeln, wie Nils Körwin als Helmut Freund fragte, du, waren das nicht 2,5 Millionen? Nee, waren nur noch 2 Millionen, weil die da ausgestiegen ist, mehr sage ich jetzt nicht, 1,5 Million mitgenommen hat und hat gegrinst wie ein Honigkuchen. Aber ich finde, ihr merkt schon, ich liebe Cobra 11, ich liebe die Serie, ich mag diese Schauspieler. Ich werde aber den Teufel tun, als Fan auf die zugehen. Das mache ich nicht. Ich freue mich natürlich riesig, wenn plötzlich hier einer steht und sagt, hallo, wie geht's denn dir? Ja, Henning Baum zum Beispiel, der war nur 5 Minuten hier, aber hat gereicht. Ja? Und diverse andere. Ja? Diverse andere, Mord mit Aussicht und ach, wo die alle herkommen. RTL, Pro7, Sat1, ja, Pro7, Voice-Over, ist klar. Ich höre ja auf hier, ich darf aber nur nicht so viel sagen, das ist mein Problem. Nur habe ich natürlich jetzt vor, irgendeine Sendung zu machen. Ich stehe jetzt auch nicht hinter Kulisse, sondern ich stehe hier in dieser Ecke. Ich verabschiede mich von dieser Ecke, weil ich total umbauen werde. Ja, wenn Google hier alles aufzeichnet, soll die Welt natürlich ein neues Bild sehen. Original, die Welt soll ruhig diese Firma sehen. Ich stehe gerade für diese Firma und ich helfe auch jedem Kunden und ich helfe auch jedem Schauspieler. Und wie gesagt, Green Room, Blue Room werden auch wieder hergerichtet für das Jahr 2020. Ich werde natürlich eine wunderschöne Ecke machen, wo Erdogan reinkommt, wo der Nils reinkommt und mal schauen, die anderen auch. Ich habe also sehr, sehr viel zu tun. Ich möchte mich auf diesem Weg bei 6,8 Millionen bedanken. Ich möchte mich bei meinen Kunden, die seit 10 Jahren hier Kunde sind. Ich habe auch gerade einen Kunde draußen stehen, da habe ich gesagt, junger Mann, ich mache um 39 auf und nicht um 9 Uhr. Ich habe zwar geöffnet, dachte, er steht da noch, aber er ist dann schon gegangen, der wird wohl gleich wiederkommen. Ja, manche Kunden sind natürlich ausländische Kunden, die verstehen mich da nicht. Das ist ein Franzose und ich sagte nur, ne, vielleicht war diese Deutung auf die Uhr, wir haben erst 8.55 Uhr, ich mache um 9 Uhr. Vielleicht hat er sich da getroffen gefühlt und ist dann gegangen. Ich mag meine Kunden, deswegen mache ich jetzt dieses Video. An alle Kunden, die mich jetzt hier sehen, an alle Kunden, die mich kennengelernt haben, ich mag meine Kunden und ich helfe auch sehr gerne. Ich habe natürlich auch sehr freche Kunden, da muss ich hin und wieder mal ein scharfes Wort von mir geben, das mache ich jetzt auch öffentlich, es kann ja nicht sein. Es gibt sehr viele Problemkunden, Junkies, Alkis, das ist halt so. Wir leben in einer Zeit von vielen Ausländern, wir leben in einer Zeit von vielen Krankheiten, wir leben in einer Zeit, wo Greta mehr zu sagen hat als wie ein Politiker und so weiter und so fort. Aber ich passe da jetzt völlig auf, bei 6,8 Millionen Klicks ist das so eine Sache. Also Google hat mir das eröffnet, Google hat auch angerufen, 6,8 Millionen Klicks, was immer das bedeutet, ich weiß das nicht, aber ich bin jetzt halt ein bisschen vorsichtiger, wenn also schon 6,8 Millionen Klicks haben also schon reichlich Menschen mich vor laufender Kamera oder hier in meiner Firma gesehen oder ich habe sie bedient in diesen ganzen 10 Jahren. So, ich bedanke mich auf diesem Wege an alle, an Anita, an Marco, an ja, Maya und Nils und Erdogan und Pia und Daniel und natürlich Prashant. Prashant war ja hier, ja, es waren viele hier, Detlef Scholzen war hier, ja, mit Krass Schule, Detlef Schulz, Zahnarzt, Mission, Zahn war auch hier und diverse andere waren hier, ja, Wendler war hier, ja, Musiker waren hier, wie gesagt, VoiceOver war hier, Pro7 war hier, RTL war hier, Sat1 war hier, ja, ist halt so, sonst hätte ich keine 6,5 Millionen Klicks. So, jetzt beende ich diesen Videoclip, ich sage einfach nur Dankeschön, dass ihr geguckt habt. Ob ich gemocht werde oder nicht, das weiß ich nicht. Ich mag euch, das wollt ihr wissen. In dieser laufenden Kamera sage ich, dass ich euch mag. Auch hin und wieder die Krassen, die da vorbeikommen und dann krass over sind und mir da einen erzählen wollen oder mir diktieren wollen oder Behauptungen auf den Weg bringen, um mich zu schädigen. Ja, die gibt es leider auch. Trotzdem mag ich die, sind ja auch Menschen, keine Ahnung, was da bewegt ist. Deswegen, ich bin ja nun mal Filmemacher, ich mag Dramaturgie, ich weiß ja, was los ist. Seit 1996 schaue ich mir Cobra 11 an und sehe da, was die da so auf den Weg bringen. Ist ja alles Fiktion, aber mittlerweile ist da keine Fiktion. Ja? Also wie gesagt, eine ist ausgestiegen, ist mit 500.000, sag ich jetzt mal, aufgerundet abgehauen. Die hat richtig gesmiled.
Ja, ist halt so. Wenn man, ne, ist halt so. Egal, das ist eine Folge, die ihr halt noch nicht gesehen habt, deswegen bin ich da jetzt gerade vorsichtig. Ich sehe ja TV Now und somit sehe ich eine Folge eher wie ihr. Oder die, die TV Now gesehen haben, wissen also, wovon ich gesprochen habe. Aber das Lächeln zum Schluss, das war genial. Ne? Also schade, dass diese Schauspielerin ausgestiegen ist. Ob sie nochmal zurückkommt, weiß ich nicht. Aber eine Schauspielerin ist schon mal weg. Und die DSDS, ehemalige von RTL, die werden so nach und nach jetzt eingebürgert da. Kann sein, dass die das irgendwie übernehmen, dass die dann irgendwie da jetzt arbeiten. Keine Ahnung. Ich hab jedenfalls vieles festgestellt, dass also weniger Crashes. Und wenn ein Crash, dann einfach nur so, ohne viel Pipapo. Kann auch sein an diese komischen Umlaufanlagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Wir haben ja momentan reichlich Stress mit der Obrigkeit. Ne? Artikel 13, dann die Greta, dann das CO2. Also wir werden reichlich verarscht. Wir leben also in einer Verarschungszeit und ich hoffe, dass die ab 2020 aufhört. Ich mag nicht verarscht zu werden. Erst recht nicht, wenn man, ja, wenn man leben möchte. Und das Leben ist kurz. Ja? Manche leben nämlich schon gar nicht mehr, die verdammt jung von uns gegangen sind. Einmal mal drüber nachdenken. So, jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit Cobra 11, Alarm für Cobra 11 und wie gesagt mit den Hauptdarstellern, die momentan da sind. Also Daniel, wie gesagt, Daniel hat auch schon angekündigt, Papa muss, also er muss schließen, die Werkstatt, wie gesagt, weil Mutter ist krank und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, wir werden so vorbereitet, dass die Herrschaften alle gehen. Wir wissen ja, dass sie schon gegangen sind. Also wie gesagt, Pia weiß ich gar nicht, wie die heißt als Kommissarin. Sollte Pia diesen Videoclip sehen, sag doch einfach mal, oder Nils, du kannst es dir auch sagen, wir unterhalten uns ja zwischendurch. Ja, könntest du mal sagen, wie die heißt. Gut, wenn ich das nicht sagen darf, dann sage ich es nicht. Ist klar, dann warte ich wie alle anderen auch. Ich bin ein braver Mensch. Ich warte also so lange, bis ich weiß, wie Pia bei Cobra 11 dann heißen wird als Kommissarin. Sollte Maya oder Anita, die jetzt gerade bei irgendeinem anderen Set schwirren die rum, habe ich gerade vergessen, Entschuldigung, weil die ist nichts mit Cobra 11 zu tun, aber die schwirren gerade an einem anderen Set rum. Wilsberg, genau, die sind bei Wilsberg. Bei Wilsberg an dem Set sind sie, werden also auch einiges, ich kann nicht alles, also ich bleibe jetzt erstmal bei Cobra 11, vielleicht ändere ich im Jahre 2020 dieses Flash hier, ne? Serienflash, Alarm für Cobra 11, mal schauen. Und mein Kollege macht ja Serienflash, jetzt will ich nicht dasselbe da machen, was er da macht, ne? Und der gehört halt zu Tube One und gehört zu WebDR, das sind millionenschwere Unternehmen. Da möchte ich nicht reinfunken, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich bedanke mich bei Marco, Anita und auch bei Maya. Dankeschön.